Ja, hallo. Habt ihr euch schon mal überlegt, wie es wäre, wenn man das Klima an die Samen anpassen könnte und nicht umgekehrt? Seit Tausenden von Jahren sind die Leute den jeweiligen Klimazonen und der Witterung ausgeliefert. Das heißt, ist das Wetter schlecht, ist die Ernte schlecht. Es gibt dann noch etwas anderes, das Probleme machen kann, wie zum Beispiel Schädlinge oder auch eben die Klimazone. Das heißt, ein mediterranes Klima ist für Pflanzen weit zuträglicher wie beispielsweise ein sehr kaltes Klima wie in Sibirien oder ähnlichem. Genau um dieses Thema geht es bei mir heute. Ich erkläre euch, wie man das Klima an die Pflanze anpasst und nicht umgekehrt. Das Ganze geht am besten mit geschlossenen, kontrollierten Systemen oder auch gekapselten Systemen. Ich bin der Max von Fridge Grow und wir haben ein System entwickelt, das genau das macht. Und ich werde anhand dieses Beispiels das ganze Thema heute etwas näher an euch bringen. Das heißt, wenn ihr Interesse habt, warum ein gekapseltes System sinnvoll ist, warum Automatisierung bis zu einem gewissen Grad Sinn macht und warum man in einem geschlossenen System auch ohne entsprechendes Know-how gut ernten kann, dann hört euch die nächsten 20, 25 Minuten meinen Vortrag an und ihr werdet mit Sicherheit etwas schlauer werden, was dieses Thema betrifft. Geschlossene Systeme sind aber nicht neu. Wir haben sie nicht erfunden. Es gibt schon sehr lange und vor allem im Profibereich in großen Hallen gang und gäbe. Genau in diesen großen Hallen wird mit Klimaanlagen und Bewässerungssystemen und dergleichen gearbeitet, sodass die Pflanzen sehr konstant, beispielsweise über VPD oder auch VPD geregelt, wachsen können. Das heißt, man versucht, den Pflanzen konstant perfekte Bedingungen zu geben. Anders als draußen, wo einmal die Sonne scheint, wo es einmal regnet, wo man einmal stürmt, hat man dort immer perfekte Bedingungen. Auch Phytodrohne und Klimakammern sind Vorrichtungen, die ein Klima simulieren können, sind aber eher in der Forschung anzusiedeln. Wir haben jetzt dieses Gewächshaus, diesen Prozess in ein sehr kleines und mobiles Gehäuse gepackt. Das System nennt sich Fridge Grow. Man kann es auch sehr gut sehen. Wir haben schon Beispiele vorbereitet, wie diese Tomate, die in sehr kurzer Zeit sehr gut wächst. Das heißt, wir können mit dieser kleinen Do-it-yourself-Klimakammer das Klima eben regeln. Wie wir zu der Idee gekommen sind, ist sehr einfach erklärt. Als Chilihead habe ich zu Hause meine Chilizucht leider durch einige Urlaube vernachlässigt. Es wurde nicht gegossen, das Wetter war schlecht, die Ernte war einfach dann nicht so, wie man es erwartet hat. Und so haben wir uns 2015 dazu aufgerafft, möglichst wenig Aufwand für faule Menschen wie mich bei der Aufzucht und Kultivierung von Pflanzen zu machen. Und es ist eben dann Fridge Grow entstanden in mehreren Stufen. Zuerst waren es nur ganz kleine geschlossene Systeme wie ein Kühlschrank, speziell für Microgreens, das Ganze dann in größerer Form für die Gastronomie und sogar dann noch in sehr kleiner Miniaturform als Größe eines Backrohrs für die Küche, auch für Microgreens und Kräuter. Was alle diese Systeme gemein haben, ist aber unser Regelalgorithmus, den wir jetzt in einen Controller gepackt haben, der so aussieht und der die Sensorik mit an Bord hat. Das heißt, Luftfeuchte, Temperatur und CO2 werden gemessen und es werden dann außenliegend Funksteckdosen mit den Komponenten geschaltet. Hier sieht man die Funksteckdosen, die vom Controller gesteuert werden. Rot leuchtend bedeutet eingeschaltet und nicht leuchtend heißt aus. Das ganze Projekt hat 4 Jahre Forschung in sich mit Universitäten und Forschungseinrichtungen in Österreich. Das heißt, es ist nicht ganz so trivial, wie wir zu Beginn dachten. Aber schlussendlich ist ein System rausgekommen, das für den Endanwender sehr einfach aussieht, aber
doch einiges an Technik verbaut hat. Schauen wir uns mal den Stand der Technik vor allem im Privatbereich an. Dort sind Zelte der Standard, beziehungsweise gibt es auch einige Fertigsysteme, die allesamt durchlüften. Das heißt, es entsteht ein Austausch mit der Außenwelt. Luft wird angesaugt und wieder abgeführt. Dieses Vorgehen ist zwar relativ einfach vom Prinzip her, aber es hat einige Nachteile, die es mit sich bringt. Auf der anderen Seite haben wir geschlossene Systeme, die im Regelfall relativ komplex sind, oft teuer sind und mit einer Steuerung einhergehen, die in manchen Fällen erst programmiert werden muss. So, was sind jetzt die groben Unterschiede? Es ist ganz einfach zu sagen, der erste und gravierendste Unterschied ist die Durchlüftung. Das heißt, Luft wird angesaugt, über das AKF dann wieder abtransportiert. Im Endeffekt heißt das aber auch, ich nehme die Konditionen vom Aufstellungsort und hole mir die in mein System. Im Sommer bei 35 Grad Außentemperatur ist das natürlich nicht sonderlich optimal. Ebenso ist es auf der anderen Seite nicht sehr schön, wenn man im Schlafzimmer beispielsweise das Zelt stehen hat und da ständig die warme Wüstenluft rauskommt. Auf der anderen Seite, auch wenn man es wo hinstellt, wo es sehr kalt ist, hat man auf der anderen Seite das Problem der Kälte. Es ist auch ein Lärmthema. Lüfter machen Lärm, die außen liegen. Das heißt, wir sind jetzt sehr begrenzt, was das Regelfenster betrifft und vor allem, was die Regelung von Luftfeuchtigkeit und CO2 betrifft. Durch das, dass ich das Innere immer wieder austausche, was im Zelt ist, habe ich das Problem, dass sich diese Werte nicht oder nur sehr schwer und mit sehr großem Aufwand regeln kann. Das heißt, in einem geschlossenen System bleibt alles im System, was da reingehört. Das heißt, wir reden im Prinzip von einer Biosphäre, wenn man so will, ein autonomes System, das für sich alleine arbeitet. Da stellt sich ja als nächstes natürlich die Frage, was braucht denn die Pflanze, um zu leben? 9 von 10 Menschen auf der Straße würden behaupten, frische Luft ist jetzt nicht komplett falsch, aber eigentlich benötigen die Pflanzen CO2 und Licht. Es gibt zum Beispiel einen Mann, der hat in seiner Flasche Erde und Samen eingefüllt, diese zugestoppelt und seit einer gefühlten Ewigkeit wächst dort die Pflanze, die nur in der Sonne steht. Eine Isolierung ist in diesem Fall auch notwendig. Warum? Weil wir wollen nicht, dass die Konditionen von außen Einfluss nehmen, aber auch umgekehrt. Das heißt, wenn es innen warm ist, wollen wir nicht, dass wie bei anderen Systemen nach außen abstrahlt. Ihr kennt es auch zu Hause vom Kühlschrank. Es bleibt die Kälte drinnen. Es ist auch der Geruch dann drinnen. Wenn ihr den Stänkekäse im Kühlschrank habt, bleibt es drinnen. Das heißt, Isolierung heißt nicht nur, dass geschlossen ist, es heißt aber auch geruchsdicht und im Prinzip, es ist ein Kühlschrank, den man überall herbekommt. Er ist auch sehr unauffällig natürlich. Damit das System funktioniert, braucht man grundsätzlich 4 Komponenten. Das erste ist ein Licht, klarerweise, dann das CO2, das in unserem Fall ganz einfach über ein SodaStream-System, / über die SodaStream-Flasche zugeführt werden kann, die man in jedem Supermarkt findet. Das dritte ist eine Heizung und dann als viertes natürlich noch der Kühlschrank selbst, der kühlen muss. Hier sieht man sehr schön die zuvor erwähnten Komponenten, die Heizung, ein LED-Licht und Umluftventilatoren für die Umwälzung der Luft und natürlich den Kühlschrank. Nicht zu vergessen der Fridge-Grow-Controller, der eine abwickelbare Sensorik hat für Luftfeuchtigkeit und Temperatur, die idealerweise direkt in den Pflanzen drinnen hängt, um zu ermessen, was dort gerade vor sich geht. Der Prozess ist in 4 Schritten im Prinzip erklärt. Erstens, es ist geschlossen. Nichts geht rein, nichts kommt raus. Somit kann man in dieser eigenen Biosphäre sehr konstant und vor allem in einem sehr, sehr breiten Regelfenster arbeiten. Das heißt, wir reden hier von 10 bis 40 Grad
oder 50 bis 95% Luftfeuchtigkeit, die da möglich sind. Die Pflanze braucht CO2, das wird zugeführt. Die Pflanze verbraucht mit dem Licht und dem CO2 natürlich, also macht die Photosynthese und erzeugt dadurch Blattmasse. Das heißt, CO2 wird bei der Photosynthese umgewandelt in Blattmasse. Durch das, dass CO2 im System bleibt, kann die Pflanze dieses CO2 einfach aufnehmen und verstoffwechseln. Wenn das Licht am Tag brennt, erzeugt das Licht Wärme. Diese Wärme ist ausreichend, um das System warm genug zu halten, selbst wenn es im System wo steht, wo es nicht so warm ist. Wenn es dann zu warm wird, schaltet sich der Kühlschrank ein. Der schaltet sich aber auch noch ein, um das System zu entfeuchten. Wir empfehlen eine dimmbare Lampe, weil unterschiedliche Kühlschrankgrößen, die wir unterstützen, beziehungsweise unterschiedliche Lichter, unterschiedliche Leistungen haben. Das heißt, es muss das Licht zusammenpassen mit dem Kühlschrank. Ein 80 cm kleiner Kühlschrank und eine 500 Watt Lampe wird vermutlich nicht funktionieren. Deswegen dimmbar ist vor allem auch, wenn die Pflanzen noch kleiner sind, eine sehr schlaue Idee, das zu machen. In der Nacht, wo das Licht nicht leuchtet, gibt es auch eine Heizung, die die Temperatur konstant hält. Wenn jetzt der Kühlschrank beispielsweise sehr stark kühlt, weil man will, dass es im System sehr trocken wird, kann auch die Heizung noch einschalten, damit es der Pflanze nicht zu kalt wird. Da kommen wir auch schon zum letzten, zum Prozess an sich. Die Pflanze schwitzt, wenn man so will. Das heißt, im Zuge der Photosynthese und dem Zuführen von CO2 verändern sich die Pflanzöffnungen. Die Pflanze schwitzt unterschiedlich stark, kommt auch auf die Pflanze und die Größe an. Das heißt, dieser Schweiß sind dann mehr oder weniger Moleküle vom Wasser in der Luft, sprich Luftfeuchtigkeit. Und wenn nun der Kühlschrank einschaltet und die Rückwand kalt wird, dann kondensieren diese in der Luft gelösten Moleküle an der Rückseite. Das heißt, das Wasser kondensiert, die Luft wird trockener und das Wasser läuft aufgrund der Schwerkraft nach unten wieder zurück in die Pflanzwurzeln. Die Pflanze kann das Wasser wieder aufnehmen und wieder in Grünmasse umwandeln. Das ist ein Kreislauf. Und wenn man ein bisschen weiterdenkt, wird es einem klar, dass man sich dadurch das Gießen mehr oder weniger spart. Wobei man sagen muss, natürlich muss man gießen, aber es ist nicht in dieser Häufigkeit notwendig. Also vor allem dann muss gegossen werden, wenn dann die Flüssigkeit sozusagen in Blattmasse gebunden ist. Das heißt, man kann zwischendurch sehr gerne auch mal auf Urlaub fahren und den Pflanzen sich selbst überlassen. Das heißt, welche Vorteile haben wir dadurch erreicht? Wir sind unabhängig vom Aufstellungsraum. Das heißt, egal, ob es in der Garage bei 10 Grad oder am Dachboden bei 35 Grad steht, durch die Isolierung sind wir weitgehend unabhängig von dem Aufstellungsort. Wir haben keinen Geruch, wir haben auch eine sehr geringe Auffälligkeit sozusagen. Wenn die Schwiegermutter mal vorbeikommt, steht einfach ein Kühlschrank da. Natürlich Idealfall dann nicht mit Glasplatte. Es ist sehr robust, wir haben keine filigranen Einzelteile verbaut. Das ist eben wie gesagt ein Selbstbausatz. Das heißt, jeder ist für sich frei zu entscheiden, welche Lampe, welcher Kühlschrank, welche Lüfter und so weiter. Weil der Controller nicht fix nach irgendwelchen Werten regelt, sondern er misst die Konditionen im Inneren und schaltet dann über sozusagen über Funksteckdosen, in die Komponenten eingesteckt sind, dann das Licht, die Heizung, die Kühlung. Das heißt, man ist bei allen Komponenten völlig frei und das macht es auch sehr charmant, denn man ist auch frei, ob man ein Hydrosystem nimmt, ob man Erde nimmt, welches Licht, welcher Kühlschrank, welche Kühlschrankgröße, ist alles euch überlassen. Das heißt, wie gesagt,
Der Controller misst, steuert die Komponenten ohne großartige Verkabelung. Und es gibt dazu auch noch sogenannte Klimarezepte. Das heißt, man kann zu bestimmten Zeitpunkten und zu gewissen Wachstumsphasen sozusagen der Pflanze bestimmte Bedingungen auf den Weg geben. Wie eingangs erwähnt, kann man dadurch experimentieren, neue Geschmäcker und so weiter ausarbeiten. Das heißt, je nachdem, wie groß die Pflanze ist, was sie gerade für Bedarf hat, kann ich es entweder kühlen oder heißer machen, Luftfeuchtigkeit rauf, Luftfeuchtigkeit runter. Und zum Beispiel auch hoher CO2 und hohe Temperatur kann man dann in einem System wie FridgeCo auch mal fahren. Das heißt, wir haben bei dem Fridge vom Samen bis zum Trocknen alles im Portfolio. Das heißt, wenn die Pflanze noch sehr klein wird, verdunstet noch nicht sehr viel im System. Das heißt, wir regeln ausschließlich auf die Temperatur. Die Pflanze muss dann abgedeckt werden. Wenn die Pflanze groß genug ist, dann kann man zum Beispiel auch Kräuter trocknen, wenn man möchte. Dazu eignet sich der Fridge natürlich perfekt, weil das überflüssige Wasser einfach dann an der Rückwand nach unten ablaufen kann. Und man kann natürlich sehr, sehr lange dafür brauchen und das Ganze sehr gediegen machen mit niedrigen Temperaturen und so schonend die Trocknung durchführen. Es gibt ein Monitoring, das heißt 24 Stunden am Tag werden die Daten aufgezeichnet, auch historisch jederzeit nachvollziehbar. Es gibt eine App, die jederzeit anzeigt, was ist im Fridge los, was war im Fridge los. Ich kann meine Werte exportieren, auswerten und das Ganze läuft aber offline. Das heißt, es erfolgt eine direkt verschlüsselte Verbindung zwischen eurem Gerät und dem Controller, was heißt, es gibt keine Cloud, keine Server von uns, die eure Daten irgendwie sichern, sondern es liegt alles bei euch. Als nächstes und neuestes Feature haben wir jedoch einen Tor-Zugriff auf den Controller. Das heißt, man kann von überall auf der Welt das Tor-Netzwerk nutzen, um sozusagen sicher auf den Controller zuzugreifen und kann dann auch eine Webcam anhängen, um zu sehen, was ist los. Kann natürlich auch jederzeit dann noch Einstellungen ändern, aber es gibt ja natürlich auch eine Alarmfunktion, die euch bei Problemen eine E-Mail schickt, wenn man nicht direkt auf den Controller raufgehen kann oder möchte. Ja, auch das Gießen habe ich schon eingangs erwähnt, entfällt mehr oder weniger völlig. Und wer kann das jetzt brauchen? Es gibt da unterschiedliche Szenarien. Zum einen wäre es die Forschung, die auch bei uns mit der Universität für Bodenkultur in Wien zum Beispiel schon Schränke für deren Forschung einsetzt. Aber auch Grow-Anfänger, die sagen, ich habe keine Ahnung. Ja. Das heißt, man muss jetzt dann die Pflanze reinstellen, einmalig gießen, Klimaprogramm wählen und kann dann chillen. Und nach ein, zwei Wochen schaut man mal wieder, ob alles noch im grünen Bereich ist und muss notfalls ein bisschen nachwässern. Aber vor allem, denke ich, der Expertenmarkt wird interessant sein. Es ist das erste Mal, hat man nun die Möglichkeit zu experimentieren. Man kann Temperatur, Luftfeuchtigkeit, CO2 beliebig mit seinen Pflanzen ausprobieren. Das heißt, es werden da mit Sicherheit sehr interessante Versuche noch auf uns zukommen und vor allem all jene, bei denen jetzt schon mehr oder weniger das Limit erreicht war an Experimentieren mit Pflanzen, mit Licht und so weiter, kann man hier noch einen Schritt weitergehen. Aber auch für die motivierten Großbauern ist der Controller sicher interessant, da er quasi das Monitoring übernimmt und auch einen Fernzugriff erlaubt. Es sind Erweiterungen geplant mit Bodensensoren, Hydrosensoren. Das heißt, wir sind noch nicht am Ende angelangt, aber ich denke, es ist jetzt mal ein guter Anfang geschafft. Und im Folgenden kann ich euch dann auch noch die App zeigen. Ja, hier sieht man sehr schön die Übersicht unserer App. Die sieht auch auf den mobilen Geräten, Android oder iOS, gleich aus.
Temperatur, Luftfeuchtigkeit, VPT und CO2. Wenn etwas aus dem Ruder läuft oder nicht dem Sollwert entspricht, ist das sofort rot markiert. Aber es geht natürlich auch, dass man sich eine Nachricht, / eine E-Mail schicken lässt, wenn im System etwas im Argen ist. Wir starten jetzt und schauen uns die Diagramme an. Als erstes die Temperatur. Sehr schön, sieht man es hier auch in der 24-Stunden-Ansicht, läuft es dahin, was ich kurz vorher weggeschaltet habe, ist die Heizung, das heißt speziell in der Nacht, wenn die LED nicht leuchtet, schaltet die Heizung ab und an ein und man sieht aber sehr schön, es bleibt dennoch eine sehr konstante Welle, in der sich da die Temperatur bewegt und schwingt. Wir haben als nächstes interessanten Wert das CO2 und wenn wir da jetzt ein wenig raufzoomen, sehen wir sehr schön diesen Sägezahn, das heißt, wenn das CO2-Ventil, das sind die schwarzen Spitzen, einschaltet, kommt das CO2 ins System, die Pflanze verbraucht das auch sofort wieder und vor allem die Geschwindigkeit, in der die Pflanze das verbraucht, ist enorm, wenn man hier von knapp 1000 oder in dem Fall 800, 900 weggeht, sinkt es binnen von kurzer Zeit auf 400. Das heißt, die Pflanze verbraucht enorm viel CO2, vor allem wenn man sich vor Augen führt, dass in der Luft nur 500 sind und die Pflanze aber gerade hier zum Beispiel schon 500 verbraucht binnen einer Stunde, heißt das, die Pflanze kann viel mehr CO2 verbrauchen, als sie sonst normalerweise kriegen würde. Heißt aber auch mehr CO2, mehr Blattmasse, das heißt, man kann hier schon einiges dazu beitragen, wie es der Pflanze geht. Interessant ist auch der Anstieg vom CO2 in der Nacht, wenn das Licht quasi hier ausgeht, sieht man, dass das CO2 dennoch ansteigt. Das hat damit zu tun, dass in der Erde oder auch mit Dünger bzw. Pflanze diverse Prozesse angestoßen werden, die CO2 produzieren oder den CO2-Wert steigen lassen. Also keine Sorge, das ist kein Drama, das hält die Pflanze aus. Wir hatten sogar schon den Fall, dass jemand sehr gut gedüngt hat und auch sehr aktive Erde gehabt hat. Das heißt, er hat auch untertags durch die hohe Produktion von CO2 das CO2-Ventil kaum geöffnet gehabt. Die nächste Korrelation, die noch interessant ist, ist jene zwischen dem Kühlschrank und der Feuchtigkeit. Man sieht hier sehr schön, die dunkelblaue Linie ist die Feuchtigkeit, die steigt an, weil die Pflanze transpiriert. Man sieht, die steigt auch relativ stark an, um fast 20% binnen von 15 Minuten, sinkt aber dann auch sehr schnell, indem sich der Kühlschrank einschaltet. Das heißt, die Pflanze transpiriert, treibt die Luftfeuchte in die Höhe und so merkt man erst, was die Pflanze für eine Auswirkung auf dieses Gesamtsystem hat. Hier haben wir Temperatur, Luftfeuchtigkeit und den VPT. Man sieht hier zum einen, dass alles sehr konstant und schön dahin läuft. Auf der anderen Seite auch, dass sich der VPT an der Luftfeuchtigkeit und Temperatur orientiert bzw. daraus berechnet wird und die eben zusammenhängen. So, jetzt, wo der grobe Teil vorbei ist, möchte ich noch Fragen aus dem Publikum beantworten. Und das sind zufällig jene Fragen, die am meisten gestellt werden. Da wäre zum Beispiel Frage Nummer 1, wo kommt die Frischluft her? So, eingeschlossenes System, wo kommt die Frischluft her? Keine Frischluft, braucht man auch nicht. Das, die Frage auch nach dem, wo ist der AKF, entfällt. Es ist ein gekapseltes, geschlossenes System, kein Luftaustausch. Und keine Sorge, die Pflanze braucht keine Frischluft, es genügt ihr CO2, Licht und etwas Liebe. Der Kühlschrank. Welcher Kühlschrank muss es sein? Ist auch kein großes Hexenwerk. Es kann im Prinzip jeder Kühlschrank verwendet werden, der funktionstüchtig ist, der noch kühlt und der kein Eisfach oder irgendeine sehr komplexe Klimaautomatikregelung oder was der Geier, was es da schon alles gibt, hat. Ein einfacher, normaler, handelsüblicher Kühlschrank
ist perfekt. Die nächste Frage ist, wird es der Pflanze denn nicht zu kalt, wenn der Kühlschrank läuft? Nein, wie schon erwähnt, der Kühlschrank läuft nur dann, wenn es entweder zu feucht oder zu warm wird. Alles andere oder alle anderen Zustände, da läuft er nicht, und zudem hat man ja auch noch eine Heizung, falls es wirklich zu kühl werden würde. Das nächste Problem ist, es kann sein, dass das Licht ausschaltet. Das passiert auch nur dann, wenn die Einstellungen so getroffen worden sind, dass man entweder ein sehr, sehr trockenes System haben möchte und der Kühlschrank die ganze Zeit läuft, oder wenn es zu heiß im System wird und der Kühlschrank das Ganze nicht mehr kühlen kann. Eine andere Frage war noch, funktioniert das System, wenn keine Pflanze drinnen ist? Das funktioniert nicht, beziehungsweise nur im sogenannten Siedlingsmodus, wo wir primär die Temperatur regeln, weil ansonsten, wie ich bereits eingangs erklärt habe, das System von einer Pflanze ausgeht, die entsprechend verdunstet, so die Luftfeuchtigkeit erhöht und somit einen Kreislauf ermöglicht, wo sich der Kühlschrank einschaltet, das Wasser wieder nach unten läuft und die Pflanze wieder transpiriert. Ja, das war's mit meinem Vortrag. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt. Wir sind auch auf www.fridgegrow.com verfügbar, solange man noch www sagen darf heutzutage. Beziehungsweise gibt es auch den Shop auf buyfridgegrow.com, Instagram, Fridgegrow, oder einfach mal bei uns in Freistadt Oberösterreich vorbeikommen. Wir freuen uns jederzeit gerne Fragen zu beantworten und sind auch offen für Gespräche in diverse Richtungen. Danke, dass ich sprechen habe dürfen, und ich hoffe, ich habe euch ein System näher gebracht, das ihr so noch nicht gekannt habt.